Information Security ist ein Kernthema bei uns an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ich freue mich sehr, heute Andreas Wiesler da zu haben. Er ist Inhaber der Go Security und Dozent für die ganzen Fachthemen im Bereich Technologie, Information Security. Und in diesem Zusammenhang würde ich ihn eben gerne auch fragen, Andreas, was denkst du, sind heute die Kernthemen in der Security, auf die sich heute Unternehmen, KMU im Speziellen, fokussieren sollten? Heute geht es ganz klar ums Geld verdienen. Die Zeit ist vorbei, als ich für Ruhm und Ansehen irgendwie in ein System eingedrungen bin. Heute will ich Geld verdienen, viel Geld. Und da suche ich mir natürlich Firmen, leichte Opfer, wo ich relativ schnell reinkomme. Eine der größten Gefahren im Moment ist sicherlich Ransomware. Das bedeutet, da werden deine Daten verschlüsselt und nur wenn du wieder Geld bezahlst, kommst du an deine Daten. Und da hat es massenhaft Firmen auch in der Schweiz getroffen und da ist halt wichtig, dass ich vorbeugend verschiedene Maßnahmen umsetze. Zum Beispiel die Awareness der Mitarbeitenden, dass die wissen, ja, ich klicke nicht einfach auf jede E-Mail, ich überlege zuerst, ja, will ich das? Auf der anderen Seite die technischen Maßnahmen, dass ich vorbereitet bin, dass ich eine Backup-Strategie habe, dass ich relativ schnell auch die Daten wiederherstellen kann. Und so ergibt sich das von Geschäftsleitung über die IT zu den Mitarbeitern. Nur wenn alle am gleichen Strick und vor allem auf der gleichen Seite ziehen, dann klappt es auch. Ja, und das ist eben auch das, was in unserem Lehrgang eigentlich als übergeordnetes Thema fokussiert wird, nämlich das Management von Information Security. Ganz richtig. Nur wenn alle zusammenarbeiten, klappt das. Und das versuchen wir in diesem Lehrgang auch zu zeigen. Schon im ersten Teil zu überlegen, wo habe ich überhaupt Risiken in meinem Unternehmen? Wie bewerte ich Risiken, damit ich dann auch passende Schritte treffen kann? Das ist der organisatorische Teil, der muss vom Management aus getrieben werden. Und dann auf der technischen Seite muss ich natürlich auch wissen, wie gehen Hacker vor, was setzen sie für Tools ein, damit ich mich effektiv dagegen schützen kann. Und so schließt sich dann der Kreis von Management und der Technik. Super, vielen Dank Andreas Wiesler für diese Zusammenfassung, was heute schon wichtig ist für Unternehmen in der Information Security.